Das ist sie, die 960 der Cayman GT4. Und das heißt, wir sind vor der Box 19 und stellen heute das Team Teichmann Racing vor. Bei mir ist der Michael Teichmann. Michael, wie viele Fahrzeuge habt ihr in der VLN Langstreckenmeisterschaft im Einsatz? Also wir haben heute 3 Caymans im Einsatz und die laufen alle in der Cayman Trophy. Also wir haben im letzten Jahr schon 2 fest eingesetzt und den dritten sporadisch und dieses Jahr haben wir alle 3 fest eingesetzt. Wenn man dann in Adenau beheimatet ist, das heißt, man ist sehr, sehr nah dran am Mythos Nürburgring, am Mythos Nordschleife. Nimmt die Faszination da irgendwann mal ab oder wird das zur Normalität? Natürlich hat die Nordschleife einen ganz eigenen Reiz und kann eigentlich nie zur Normalität werden, aber man gewöhnt sich ein bisschen dran. Was macht euch denn als Team aus? Ich glaube, was uns am meisten ausmacht, ist dadurch, dass es von meinem Vater kommt, der als Hobby selber gefahren ist und dass sich daraus dann das Team entwickelt hat, was wir heute professionell machen, aber immer noch eine gewisse Familienatmosphäre im Team haben. Ich denke, das ist schon was, was uns auszeichnet. Und diese familiäre Atmosphäre, die schauen wir uns heute mal an beim Team Teichmann Racing. Da das Rennen der VLN Langstreckenmeisterschaft um 12 Uhr startet, ist es gleichzeitig auch die Zeit fürs Mittagessen. Die Susanne Teichmann ist die gute Seele des Teams und die sorgt sich hier oben um das Wohl der Gäste in der Lounge. Aber es beinhaltet auch deutlich mehr, denn gerade bereitet sie nicht das Essen für die Lounge-Gäste vor, sondern für die Mechaniker in der Box. Die erwarten dich meistens auch dann schon ganz heiß und innig, oder? Genau, nach dem Start geht das Essen runter und dann haben die erstmal Zeit, zu essen, bevor irgendein Auto reinkommt. Wann beginnst du morgens hier schon mit den Vorbereitungen? Um 5:30. Das ist ziemlich früh. Aber du bist wahrscheinlich deswegen auch immer ein gern gesehenes Teammitglied, oder? Oh, das denke ich. Ja, hoffe ich da auch. Wenn die spätestens vermissen sie mich, wenn sie Hunger haben. Dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Die Susanne bringt das Essen jetzt runter zu den Mechanikern und dann schauen wir, dass die Jungs auch einen guten Job machen, oder? Ich hoffe doch. Ja, auch das ist Motorsport, da ist das Mittagessen für die Mechaniker mal schnell Geschichte, denn ihr habt gerade andere Probleme, Robin. Jawohl, wir haben leider einen Getriebeschaden, deshalb heißt es für die Jungs jetzt erstmal das Autofahr fertig machen und danach können die Jungs dann in Ruhe essen. Ja, vor Box 19 habe ich jetzt Karl-Heinz Teichmann getroffen. Karl-Heinz, man kannte dich in den letzten Jahren immer als Chef des Ganzen. Jetzt trittst du zurück ein wenig, aber so ganz kann man es dann doch nicht lassen, oder? Naja, es ist so, dass meine Söhne Georg und Michael mit Robin Seebach zusammen das Ruder hier übernommen haben. Einfach schon Anfang des Jahres und die machen ihren Job ja ganz gut. Ich war heute unten im Büro, dann kam der Anruf, Getriebeprobleme, bringt mein Getriebe mit hoch. Und wo ich natürlich dann oben war, man kann das Schrauben ja dann nicht lassen, ne? Und versucht überall zwischenzugehen, auch wenn er manchmal nicht unbedingt produktiv ist, aber ich meine, wir arbeiten und halten zusammen. Ne? Wir sind ein kleines Unternehmen, da ist unser Vorteil und da guckt keiner auf die Uhr oder sagt, das kann man auch eh sein lassen, gewinnen können wir nicht mehr. Hier ging es um wichtige Punkte für die Meisterschaft.